Gesichert! Was ist das für ein Ding? Wir nehmen seine Blackbox mit zur Chimera. Ich sehe mir das mal an. Jarvis, Senderdatenbank des Kriegsschiffs hochgeladen. Ermittle die Startposition. Verfolge Flugroute zurück. Das dunkle Terrigen. Talton will uns alle umbringen. Wir müssen was unternehmen. Er kann die Inhumans nicht heilen, also löscht er sie aus. Und das ist erst der Anfang. Sir? Ja, Jarvis? Laut Flugroute kam die Maschine aus der Bucht von San Francisco. Nein, nein, das ist unmöglich. Ich habe das Gebiet überflogen, dutzende Male nach dem A-Day. Vielleicht ist das ein Trick, um uns von unserem Kurs abzubringen. Unwahrscheinlich. Strahlung und Mineralienrückstände am Wrack bestätigen, dass das Gefährt erst kürzlich dort war. Wieso hat's da niemand gesehen? Es sieht auch keiner die Flugschiffe. Sie sind getarnt. Die Quarantäne. Keine Flugzeuge und Schiffe rein oder raus? Vor unserer Nase. Genau. Ich habe eben ein Signal abgefangen. Flugschiffe. Hunderte. Sie kommen aus San Francisco. Nein! Nein, sie töten Tausende, wenn wir sie nicht aufhalten. Dann auf zur Quelle. Und machen dem ein Ende. Jarvis, setze Kurs auf San Francisco. Sofort, Captain. Okay. Also, wenn wir schon gegen die Todesfestung, die Roboterarmee und die Flugschiffflotte unseres Freundes in die Schlacht ziehen, sollten wir dabei wenigstens gut aussehen, was? Gut. Warte, sagst du jetzt diesen Satz? Welchen? Du weißt schon. Avengers gemeinsam unbesiegbar. Ja, den sagen wir gar nicht. Bleib einfach cool, Kleine. Verstanden. Jarvis, siehst du die Festung? Erfasse jetzt Strahlungssignaturen. Georgie Boy ist nicht untätig gewesen. Direkt auf deinem Wärmesignal, Cap. Die Quelle von Ames Terrigen. Ned, bring uns runter. Kamala und ich schalten den Hauptkontrollturm aus. Tor, Tony, schaltet so viele Generatoren wie möglich aus. Ohne Signal sind die Flugschiffe gestoppt. Halt! Mach den Weg frei! Bam! Ein Aim-Hangar weniger! Oder drei! Stück für Stück, Stark! Hey! Nicht alle haben 1000 Jahre Zerstörung vor sich, auf die sie sich freuen können, Rapunzel! Oh, hat dich vermisst, Thor! Fühlt sich an, als wären wir erst gestern das letzte Mal so losgezogen! Immer noch die schlechten Witze, Cap. Okay. Müssen hier irgendwo sein. Ich habe mich schon gefragt, wann meine alten Freunde auftauchen. Mir kommen die Tränen, euch alle wieder
so zusammenzusehen. Ihr macht es mir leicht, wenn ihr euch alle so vor die Schlachtbank stellt. Was zur Hölle ist das? Lass mich raten. Violett leuchtende Roboter? Tarkun? Ja, er kann Einheiten fernsteuern. Schalte die zuerst aus. Halt, schalte sie aus! Das war's für Sie, George. Jetzt sind Sie fällig! Optimistisch bis zum Schluss! Sie werden mit einem Lächeln sterben. Avengers, zu mir! Die hätten bestimmt gerne ein Gamma-Monster in ihrem Team. Sie haben eins! Abomination! Aber ist der stubenrein? Die Flugschiffe setzen einen seltsamen dunklen Nebel frei. Was ist das? Überall geraten die Menschen in Panik. Sie rennen weg und schreien. Einige reagieren auf den Nebel. Es sieht aus, als würde er etwas in ihnen auslösen. Ich kann es nicht glauben. Eben schießen. Auf die Air Force. Wir müssen hier weg. Lauf! Captain Rogers, wir haben uns doch gesagt, dass Terrigen die Welt verändern wird. Ich weiß. Wir haben einen Fehler gemacht, George. Nennen Sie mich nicht so. George hat versagt. Das wird MODOK nicht. Wir können es nicht heilen. Oder das, was aus uns geworden ist. Was meinen Sie damit? Macht kann nicht kontrolliert werden. Das weiß ich jetzt. Sie muss zerstört werden. Nein. Unser Opfer wird nicht vergessen, Captain. Habt ihr es alle mitgekriegt? Schalten wir den Signalturm aus. Und sein Gesicht. Bin dabei. Und ich auch. Großer. Wir kommen im Quinjet nicht bis zum letzten Sender. Zu viel Beschuss. Wir machen das. Durch die Tür kommen wir zur Basis des Senders. Ich folge Hulk und versuche nicht abzustürzen. Guter Plan. Gib mir eine Sekunde. Ich greife auf das System zu. Die Kraftfeldgeneratoren im Auge. Wenn sie gelb blinken, schalte sie aus. Tötet Captain Rogers. Ohne ihn sind sie verloren. Hey, ich glaube, ich habe ihn verstanden. Also wirklich, Hulk. Hier hört ein Teenager mit. Reiß dich zusammen. Das ist sinnlos, Captain. Sie führen ihre Leute in den Tod, wie sie sie einst in den ihren geführt haben. Und wofür? Keiner ihrer Fans wird wissen, dass sie für ihn gestorben sind. Oh, der hat diesen Schurkenmonolog wirklich super drauf, findet ihr nicht? 5 Jahre Übung. Sie klingt langsam wie du, Stark. Wir arbeiten daran. Ich habe die Kraftfeldgeneratoren geöffnet, Cap. Schalte den Schild aus. Danke, Ned. Verteidigungsschild ist unten, Ned. Was macht die Tür? Gleichzeitig hacken und kämpfen ist schwierig. Hast du keinen Spaß? Seht ihr auch, was ich sehe? Diese Adaptoids! Sie haben Inhuman-Kräfte! Ich sehe sie. Wir haben unseren Job. Cap hat seinen. Vernunft muss unsere Zukunft lenken. Die Zeit der Hände ist vorbei. Redet der Wackelkopf immer noch? Wirklich? Ja.
plötzlich weiß, Konzentration! Hey, ich hab's gesehen und ich fand dich toll. Danke! Ja, du warst richtig toll. Beschäftigt sie! Die Tür ist gleich auf! Ich brauche hier Hilfe, Fabio! Für dich, Prinz, Fabio! Ich komme! Tony? Ja. Willst du wissen, ob ich ein Marfon zugelegt habe? Das habe ich nicht gemeint. Hey, jeder ist ein Supersoldat, Kumpel. $10, dass Tony eine Saftdiät macht. Ich halte dein Ding. Ich verweigere die Aussage. Beschäftige sie! Ich bin in einem Energieverteilungsraum. Wahrscheinlich für den letzten Sender. Alles steht unter Strom. Such nach Sicherheitsschaltern. AIM muss welche haben. Für Reparaturen. Da stimmt was nicht. Wir hätten schon Inhumans entdecken müssen. Denk an das Hochsicherheitsgefängnis. AIM wird sie nicht so einfach gehen lassen. Aber wir können sie erst befreien, wenn wir sicher sind, dass AIM sie nicht vergast. Tony, etwas mehr Takt, ja? Okay. Tut mir leid, Kamala. Nein, du hast recht. Wir müssen das Signal stören. Schon dabei. Gebt mir einfach Deckung. Captain, Sie waren nicht dabei. Haben die Aussagen nicht gehört. Den Schmerz. Niemand sollte so leben müssen. Darin sind wir uns einig. Ich weiß, was passiert, wenn Menschen mit Macht entscheiden, wer leben darf, Doktor. Ich lasse nicht zu, dass die Geschichte sich wiederholt. Dann zwingen Sie uns keinen zweiten Ende auf. Wir mussten das nicht durchleben, George. Das ist Teil des Problems. Bin jetzt oben. Dann versuche ich's mal. Ich hab fast. Hey, du Genie! Hier drüben! Ich hab's fast geschafft! Vorsicht, Cap! Ich empfange komische elektromagnetische Werte aus dem Turm. Warum soll's auch einfach sein?
zeig's Ihnen, Cap. Ich komme, wenn ich hier fertig bin. Ich gebe mein Bestes. Die Typen müssen aus der Phase kommen, sonst treffe ich sie nicht. Vielleicht beim Rest von euch? Ich helfe Black Widow, Schurken zu vermöbeln. Konzentrier dich aufs Vermöbeln, Kleine. Ja, du hast recht. Wir wissen jetzt, wo sie die Inhumans festhalten. Wir müssen zum Zentralkomplex. Und zwar jetzt. Ich kann hier nicht weg. Jarvis arbeitet an der besten Methode, alle von hier wegzubringen. Danke. Gerne. Ich mache nur, was ich längst hätte tun sollen. Nicht schlecht, Tony. Aber ihr müsst Bruce von meinem kurzen Moment der Reife erzählen. Ja, jetzt hast du ihn ruiniert. Wird wohl von drei Kernen gespeist. Schalte die Kerle aus, dann besorge ich dir ein Terminal, um ihre Gehäuse zu öffnen. Verstanden. Ich warte auf einmal! Wie viele von diesen Kerlen gibt es denn? Unsere Sache ist gerecht. Die Anzahl unwichtig. Naja, es fühlt sich anders an. Wie läuft's bei dir, Cap? Mach nur noch sauber! Ich habe ein Terminal für dich. Kerne öffnen und zerstören. Dann müsste das Signal aufhören. Und die Verfolgung der Inhumans. Verschiedene Auffassungen von Humanität. Meint ihr nicht, dass man Inhumans ohne Human nicht mal schreiben kann? Und so erhält das Genie mit dem Riesenhirn eine Lektion von einem Teenager. Du hast es fast, Cap. Je mehr AIM uns bekämpft, desto sicherer ist es, dass wir das Richtige tun. Weise Worte, Captain. Das war der letzte. Die Übertragung sollte abbrechen. Nein, ich krieg immer noch ein Signal. Von der Ausgrabungsstätte. Das Wärmesignal vom A-Day. Die Ursache der Beben. Was immer hinter diesen Mauern ist, MODOK will nicht, dass wir es kriegen. Du kriegst ein größeres Problem, Cap. Scheiße. Hat er gerade geflucht? Danke, Tony. Ich hab gerade zu tun. Okay, brauchst du Hilfe? Ja, schalte die Geschütze aus. Mach ich. Und ich
ich auch. Gut, wir treffen uns vorne. Stirb, Avenger! Unter meinen Schuhen. Monika hätte sie mit mir verbrennen lassen sollen. Was meinst du, Cap? Der Sender muss ein Köder gewesen sein. Irgendwie sendet Tarleton immer noch. Ihr erhebt euch gegen die Unaufhaltsamkeit des Fortschritts, Avengers. Es wird echt immer schräger. Was ist mit seinem Gesicht passiert? Ihr könnt mich bremsen, aber ich habe genügend Nebel, um die ganze Welt einzuhüllen. Avengers, kein weiteres Schiff verlässt die Quarantänezone. Tony, setzt die Triebwerke außer Kraft. Ich dachte, du fragst nie. Komm schon, George, du tötest Unschuldige. Keine Sprüche, Stark. Untypisch. Vielleicht kann ich seine Schuhdüsen ausschalten. Gute Idee! Dann könnte es klappen!
Tun. Verstanden. Element,